Schlecht, 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 schlecht. Erstmal hat mich nur einer geaggrot. Ich kann dich nicht anvisieren, das ist Ingo. Zum Glück stehe ich ja nur im Wasser drin, deswegen ist da keine Lexus. Keine. Schlecht! Einfach schlecht! War schlecht. Wie bin ich da bitte reingelaufen? Ich habe dich an deine Flanke geschlagen. Vor allem treffen mich Blitze aus, keine Ahnung, Naruto's Ultimate Ninja Storm 4 oder so. Kein Plan, Alter. Wie wild, dass dieser ganze Raum sich hinter dieser versteckten Wand wieder befindet, ne? Hä? Ja, durchgerollt. Aber ich lebe, ich lebe. Ich bin tot. Nam, 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 nam. Moin. Und über hier in die Ecke rein, jetzt will ich den anderen auch noch ankommen. Schönes Ding. Rechtes Ding. Das wäre der wenige Gegner, wo man zwischen den Beinen Damage nimmt, wenn er sich bewegt, anstatt nur seinen Movement zu dodgen quasi. So, warte, er macht Schaden halt, während ich in ihm bin. Das ist bei anderen immer nicht so. Stark! Stark, 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 stark. Wie hat er das Damage gar nicht mehr durchgerollt? Ich will einfach auf einen, so mit einem dieser Viecher einfach reiten später. Das wird doch voll geil. Lockende Mods, wo du auch mal Sturmwinde haben kannst in diesem Game. Der Roach oder so. Boah, der Hit in die Schnauze. Leute, wie cool ist er denn jetzt gestorben? War einfach nur Stunts, hab ich noch nie gesehen. Okay, es gibt sogar einen Ort der Gnade hier. Das war alles hinter einer versteckten Wand, ne? Ein bisschen Bullshit wieder von Riot. Zu Erzdikon McDonald beten. I guess wir treten bei. Menschlichen Abschaum darbieten. Was passiert dann? Ach, scheiß drauf. Der ist doch locker OP, oder nicht? Ausdauer und maximale Belastung. Wir den equippen für irgendeinen anderen Ring? Wenn der weg ist, wir verlieren 3 Geschicklichkeit. Und werden nicht mehr unsichtbar. Unsichtbarkeit war eh useless. Aufzug, oder muss ich die Leiter wieder nehmen? Danke, Leiter. Prove yourself and rise, rise. Make him remember you. Sehr cooles Gebiet hier. Ich mag diese ganze Festungskirchenareal-Kathedralen-Struktur. Von dort. Alles klar, verstanden. Die ganze Leiter hochklettern. Das stimmt jeder. Ja, Parkour ist irgendwie nicht so mein Element in diesen Dark Souls Games. Aber warum muss ich jetzt die ganze... Hätte ich nicht einfach einen Fahrstuhl hinkraxeln können? Wenn ich jetzt sterbe, muss ich die ganze Weg nach oben klettern, jedes Mal. Es gibt 2. Wie? Da war doch kein Winkel, denn keiner... Es gibt noch einen dritten. Oh, mein Tit. Aber bist du jetzt wirklich die ganze Weg wieder nach oben?
Jedes Mal. Einfach klettern. Einfach klettern und loslassen. Aber ich glaube, letztes Mal sind wir ganz rechts gelaufen, ne? Und sind jetzt ja eh futsch. Also wenn wir ganz rechts laufen, schießt nur ein Ritter auf uns. Das war der da. Vor allem, ich weiß auch, auf dem nächsten Ausguck steht ein... Ja, da steht einer. Da steht er. Na, was? Ich... Ich brauche irgendwas. Ich brauche irgendein Lied nebenbei oder so. Ich brauche irgendein Lied. Ich brauche irgendein Lied nebenbei. Hier, Fighting Myself. True. Stirb selbst, fall runter! Falling from grace, I watch it all come apart. Eins. Was mit dem anderen Pfeil von unten? Zwei. Just I'm focused on the past. From the anger that is constantly inside me. Inside of me. Drei. Man sieht auch nicht, sobald ich dieses Lied angemacht habe, ab dann war es einfach free. So, die Motivation ist reingekickt, die Energie kam rein. Musik ist schon geil. Oh, warte, noch mehr von denen? Okay, dann müssen wir weiter Musik anlassen. Afraid. Er hat andere Fenster, schwer. Fahrstuhl? Nee. Fahrstuhl? Nee. Ah, ich wusste es. Ich bin so klug geworden. Ja, kein Plan, da war nix. Okay, wir drehen den Turm. Okay, das ist aber ein mächtiger Hebel, diesen Mechanismus in Gang gesetzt hat. Und da kommt die Brücke, die wir gesucht haben. Was gibt's hier oben Schönes für uns? An dem Hebel drehen? Oder erstmal kurz gucken. Wahrscheinlich dreht sich der Turm dann einfach nochmal und dann haben wir die Brücke quasi darüber. Richtig? Dann müssen wir darüber. Unsichtbare Brücke. Och nee, schon wieder. Also nochmal runter und die unsichtbare Brücke nehmen, ja? Aber erstmal kurz den Ort der Gnade da sicherstellen. Und danach machen wir das. Anor Londo. Wie hoch ist die Chance, dass Twitch mich trollt, dass da gar keine unsichtbare Brücke ist? So wahrscheinlich bei so 3%, weil es haben sehr viele geschrieben. Also es wird wahrscheinlich stimmen. Jo, und er kickt meine Höhenangst rein. Danke, Chat. Liebe an euch. Ach, Parkour Tolkien, ja? Kleiner als drei. Kleiner als drei zurück, Mann. Danke dir, Mann. Gemäldehüterschwert. Aha. Gemäldehüter, Kleidung, Robe und Co. Aha. Schlecht! 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 Schlecht, 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 schlecht! So, neu fokussen. We have arrived. We have arrived. Wo sind wir jetzt gelandet? In der Kirche von Yoshi. Gefängnisturm. Wer wurde denn im Gefängnis festgehalten? Yo, what the fuck ist sie hier? Wie habe ich sie nicht gesehen?
Sie passt gar nicht ins Game rein. Ihr Kopf verfolgt mich. Das war der erste NPC, der ihren Kopf mich verfolgt. Nur wie sieht sie komplett seltsam aus. So wie der neue Samira-Skin in League of Legends. Weil sie wird hier also im Gefängnis drum festgehalten, ja? Wer bist du? I am Yoshka. Hallo Yoshi. Of the Dark Moon Knights. Dark Moon Knights, ja. What beckoned Ach, jetzt diese mit den niedernen Schwerten waren ihre NPCs, ja? This tower is a prison. Thy presence shall invoke the ire of the tyrant Salivan. Haben wir schon getötet. Das war's? Dann habe ich irgendein Item verpasst. Und weil ich das Item nicht habe, will sie nichts von mir. Keine Quest, kein Auftrag, kein gar nichts. Och, nö. Jetzt gerade, Mann. Oh, warte. Warte, Mann. Och, nee. Es gibt da wieder so einen Zeiteingang oder was? Kohle des Riesen. He doesn't know. Was weiß ich nicht? Kommt gleich irgendein Gegner, der mich überrascht oder was? Die Feuerpriester. Was meinst du? Welche Goblins an den Wänden? Oh mein Gott, ein Bossraum. Das ist ein Bossraum. Wie viele Tries, Chat? Wie viele Tries? Zwei. Irgendwas macht gerade sehr viel Schaden. Giftwolke? Nee. Abtauchen. Meine Kamera ist leicht raus, wenn wir gleich zusammen. Kann das sein? Gut so. Boah, ich bin an dem Spiel. Eisfall? Ach, aber der Ort der Gnade ist so weit weg. Ich habe hier gar keinen Bock drauf. Die Laufwege sind echt abfuck. Sind die Ritter respawned? Ach, scheiße, Diggi. So, zwei Scheiße habe ich gesagt. Ne, zwei. Wo ist meine Ehre? Götterfresser. Man kann auch einen Hit mitgeben, während der Dude abtaucht. Das ist eine wichtige Info. Zweite Feuerwaffe wieder. Eine Sense? Aber Second Drive wirkt machbar. Oh, scheiße, die Eispfeile, ne? Oh, shit. What? Gerade dreimal Damage von diesem Move.
Mann, das Hin- und Herporten ist ja so anstrengend. Sense? Oh, okay. Ich einfach hinter sie und alles ist gut, ne? Die hat schon Feuerform, okay. Ich glaube, jetzt liegt sie. Ja. Alderich, der Götterfresser. Wieder voll hinter mir, aber jetzt bap, bap, bap und bap. Scheiße. Okay, jetzt nicht greedy werden, nicht den Markov machen. Einfach solide zu Ende spielen hier. Pfeile, egal. Durchziehen. Ah, so nämlich. So nämlich. So nämlich. Geil. Oh, es gibt sogar eine Cutscene. Lange her, dass wir die letzte Cutscene hatten. Stabil, danke, Chat, danke, danke. Bin ich unsichtbar oder wurde ich weggeportet? Bin ich unsichtbar, bin ich weggeportet worden? Oh. Energy Craft Look, schön, dass ich ihn hab. Willkommen.